Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband hatte zum Beach-Soccer-Turnier in den Inselsüden geladen. Vor der Traumkulisse zu Füßen des Leuchtturms in Hörnum traten am Samstag Freizeit- und Vereinsmannschaften gegeneinander an, mit dem Ziel, eine Runde weiterzukommen und offizieller schleswig-holsteinischer Landesmeister im Beach-Soccer zu werden. Auch Sandstorm United, 7 Jungs und 3 Mädels aus Kiel, spielten mit. Ja, wir spielen heute Beachsoccer auf Sylt und ja, wir sind dabei. Wie gut seid ihr bisher? Wir haben auf jeden Fall das erreicht, was wir erreichen wollten, ein Tor schießen. Wir haben inzwischen schon 3 geschossen, also alles erreicht, was wir wollten. Wir sind eine Freizeitmannschaft, haben noch nie Beachsoccer gespielt, also alles gut. So wie die Kieler hatten auch die anderen Mannschaften jede Menge Spaß beim Spiel. Hörnum war in der Turnierreihe in 7 Austragungsorten zum ersten Mal mit dabei und die Premiere war gelungen. Viele Zuschauer genossen die schöne Atmosphäre am Strand. Die Mannschaften spielten jeweils 2x10 Minuten. Im tiefen Sand ist Fußballspielen enorm anstrengend. Die Mannschaft, Campingplatz gebucht, gewann das Turnier in Hörnum. Alle Siegspieler bekamen vom Sylt-Krebsstand einen leckeren Crepe und ein Getränk spendiert. Die nächste Station für die Beach-Soccer ist nun Dahme an der Ostsee. Das Finale der Flens Beach Trophy findet dann am 3. August in Laboe statt.